Mittwochs in der Bibliothek, ein Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mittwochs in der Bibliothek. Und heute wird hier an einem ganz besonderen Ort aufgenommen, nämlich in Kreuzberg, zu Hause bei Heli Ihlefeld, die in den 1960er Jahren als Bonner Korrespondentin für die Münchner Abendzeitung und als Reporterin für die Illustrierte Stern arbeitete. Danach als persönliche Mitarbeiterin der Bundestagspräsidentin Annemarie Renger. Und später leitete sie die Presseabteilung des Bundespostministeriums und wurde dann Gleichstellungsbeauftragte im Telekom-Konzern. Mhm. Ein bewegtes Leben. Mhm. Sie ist Autorin verschiedener Bücher über diese Zeit, insbesondere über Willy Brandt, über Frauen, die die Welt veränderten, und veröffentlichte einige wirklich zauberhaft illustrierte Gedichtbände, aus denen sie übrigens auch sehr gerne vorliest, wie sie mir eben verraten hat. In ihrem neuesten Buch setzt sie sich mit der Geschichte der eigenen Familie auseinander, 3 Generationen. Und in diesem Kontext haben wir uns kennengelernt. Heli Ihlefeld hat nämlich am 17. März in der Mark-Twain-Bibliothek ihre Bücher vorgestellt und Episoden aus ihrem ereignisreichen Leben erzählt. Ja, und während der Lesung reifte in mir die Erkenntnis, dass hier eine ganz besondere Frau vor uns sitzt. Eine Zeitzeugin der politischen Geschehnisse der 60er und 70er Jahre in der Bundesrepublik, die wir ja nur so aus der Ferne mitverfolgt haben, hinter der Mauer sozusagen. Und sofort kam mir der Podcast in den Sinn und ich dachte, ich muss Heli Ihlefeld unbedingt vors Mikrofon holen. Und jetzt sitze ich hier. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Ihlefeld, für Ihre Einladung und für Ihre Bereitschaft, dieses Gespräch mit mir zu führen für unseren Podcast. Mhm. Ihr korrekter Name ist Heligine Ihlefeld-Bolesch. Aber Sie verwenden selbst meistens die Kurzform. Heligine ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Haben Ihre Eltern Ihnen gesagt, warum Sie den Namen gewählt haben? Vielen Dank, liebe Frau Zimmermann, für diese schöne Einführung. Ich antworte sehr gerne auf Ihre Fragen. Also bei dem Namen Heligine bin ich auch in der Schule zum Beispiel oft dann auch auf den Arm genommen worden oder die Lehrer haben den Namen falsch ausgesprochen. Die haben dann Hegelinde oder Hedwig gemacht, weil sie sich das nicht merken konnten. Und daraufhin habe ich immer nur die Abkürzung Heli verwendet. Mhm. Aber natürlich war ich interessiert, woher ich diesen merkwürdigen Namen habe, meine Mutter gefragt. Und die hat gesagt, es gibt eine Großtante. Ich habe einen Teil meiner Familie, die aus großbürgerlichem Haus, mütterlicherseits, stammte. Und die war Hofdame am Zarenhof. Oh. Aber die hieß auch nicht Heligine so, sondern hatte unter ihren verschiedenen Vornamen dann hatte sie diesen Namen Heligine, hat meine Mutter den entdeckt. Und als sie dann ihr erstes Kind kriegte, das war ich, da musste das wohl was Besonderes werden. Und so habe ich dann den Namen gekriegt. Ja. Aber ich würde auch gerne noch was zu der Einleitung sagen, ja, wenn ich das darf. Na klar. Ich war ja Journalistin und war auch mit Überzeugung politische Journalistin geworden und habe dann aber die Fronten gewechselt, weil ich während meiner journalistischen Tätigkeit gemerkt habe, dass es bei uns da in der Politik und überhaupt keine Frauen gab und weil mich dieses Frauenthema schon von Kindheit an beschäftigt hat, weil meine Mutter auch darunter litt, dass sie nie einen Beruf hatte, richtig, und dass ihre Brüder das eben selbstverständlich hatten, aber sie hat das auf ihre Kinder auch übertragen. Und mein Bruder, der 2 Jahre jünger war, der brauchte im Haushalt nichts zu tun und immer hieß es, Heli, hilf mir mal und Heli, das und das. Ja. Und ich war auch immer diejenige, die sie trösten musste und so weiter. Als wir dann im Krieg waren. Ja, und das hat mich damals schon gestört, fand ich ungerecht. Ich bin genauso aufs Gymnasium dann gekommen wie meine Brüder und hatte meine Schularbeiten zu machen. Mhm. Und da fing das eben schon an. Und dann fiel mir das in Bonn dann auf, dass überhaupt Frauen gar nichts zu sagen hatten oder fast nichts. Mhm. Und habe das also auch journalistisch verfolgt und konnte das auch in der Abendzeitung immer gut berichten. Die haben mir immer nachher ein gutes Auditorium gegeben für auch solche Berichte, die damals noch unüblich waren, auch bei uns im Westen. Naja, und so kam es dann, als dann die Annemarie Renger,
die erste Bundestagspräsidentin, die erste Frau überhaupt in einem so hohen Amt, waren wir natürlich alle begeistert, die sich dafür interessierten, die eine sehr schlechte Presse hatte. Die Presse beschäftigte sich nur mit ihrer Garderobe und hat die dann auch noch mies gemacht. Und ich fand das so unsäglich. Und man kann heute solche Dinge auch noch Auf beobachten. jeden Fall, ja. Passiert auch noch. Naja, also jedenfalls, und dann traf ich sie in Bonn, war ja das eine kleine Stadt, und man trifft sich dann, und die kannten uns natürlich, und dann sage ich, ich finde das ja ganz schrecklich. Und dann sagt sie, ja, wollen Sie nicht meine Pressearbeit machen? Und so habe ich die Fronten gewechselt. Und dann habe ich, und das waren ja nur noch 2 Jahre ihrer Amtszeit. Nachher war sie nicht mehr Bundestagspräsidentin, sondern Bundestagsvizepräsidentin. In diesen 2 Jahren habe ich es tatsächlich geschafft, dass sie eine gute Presse hatte. Und da bin ich auch heute noch froh drüber. So Und fing das stolz an. können Sie auch Ja, noch ja, sein. Ja, ja, genau. ja. Und so kam das denn auch, dass denn der Kurt Gescheitel mir das Angebot machte, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Deutsche Bundespost zu übernehmen. Ja. Kehren wir doch nochmal zurück zu Ihrer Kindheit. Sie sind 1935 in Hannover zur Welt gekommen und als Sie 4 waren, brach der Zweite Weltkrieg aus. Wie hat sich das auf Ihre Kindheit ausgewirkt oder überhaupt auf Ihr Ja, Leben? auf mein Leben. Also ich muss sagen, ich sage das auch immer wieder, ich bin ein traumatisiertes Kriegskind und meine das deshalb, weil das auch, wie sagen, ein hilfreiches Trauma für mich war. Ich war immerhin 9 Jahre fast da, als der Krieg zu Ende war. Und in der Zeit kann man sich ja noch an vieles erinnern. Das ist, wenn man 2, 3, 4, vielleicht kann das passieren, dass man viel oder wenig erinnert. Aber ich kann mich an fast nichts mehr aus meiner Kindheit erinnern. Ich war 6 Wochen mit Scharlach in einem Nonnenkrankenhaus und kann mich an diese 6 Wochen zum Beispiel nur an eine einzige Sache noch erinnern, nichts mehr sonst. Und das war eben, das war eigentlich auch gut. Wir haben die Tieffliegerangriffe, die wir erlebten, und all diese Sachen habe ich und auch einmal fast ausgebombt und so weiter. Ein bisschen, aber kaum wirklich schlimme Erinnerungen. Und als jetzt der Ukraine-Krieg ausbrach, habe ich ganz furchtbare Träume plötzlich gekriegt. Daran merkt man ja, dass ich so Erlebnisse auch hatte. Ja, tief in ihrem Ja, Inneren und die haben verkapselt. wir irgendwie verkapselt. Ja, Und das war ja. auch gut so. Aber ich war kein glückliches Kind. Also ich war eigentlich, war sehr einzelgängerisch und so. Das andere hat sich dann alles später entwickelt. Ja. Aber Sie hatten ein gutes Verhältnis zu Ihren Eltern? Ja, habe Ja. ich, hatte ich ja zu beiden. Mein Vater war ja auch im Krieg und auch verschiedenste war sicherlich auch nicht unabhängig von diesem Nationalsozialismus, aber es wurde eben wie in vielen Familien damals überhaupt nicht darüber gesprochen. Und er hat jedenfalls überhaupt nichts darüber gesagt und er war eigentlich ein liebevoller, netter Vater und hat mich auch immer gestützt. Also ich werde nie vergessen, dass er zum Beispiel, als er sich denn sein erstes Auto kaufte, es war sogar ein Mercedes, da war. Arbeitete er auf der Hannover Messe und ich hatte gerade mir einen Führerschein mit 19 Jahren gemacht. Und da sage ich: Hier hast du den Schlüssel. Hat er mich alleine mit seinem neuen Auto? Oh, Welcher er hat Vater macht großes das schon? Hat er Vertrauen, mir ja. vertraut? Ja, Ne? toll. Ja. Das fand ich auch. Ja. Sie haben dann studiert Soziologie und Volkswirtschaftslehre. Und wie kamen Sie denn dann zum Journalismus? Das ist ja nun wieder was ganz anderes. Ja, also das hätte ja auch wieder was mit Männern und Frauen damals zu tun. Mein Vater hat auch gesagt, na ja, wenn du studieren willst, dann kannst du ja ein paar Semester studieren, um dir einen Mann zu suchen. Ne? Und das hat mich natürlich überhaupt nicht in meiner großen Frage, was wird aus mir? Ich hatte keine Idee, was ich Ja. machen wollte. Ich wollte eigentlich zum Theater, das hat meine Mutter mir total ausgeredet. Wir gehen jetzt. Und dann wusste ich nichts mehr und wusste auch gar nichts mehr. Also jedenfalls, naja gut, dann studiere ich eben, aber wusste auch nicht so recht was. Und mein Vater eben das gesagt. Und dann habe ich auch nicht zu Ende studiert, sondern dann sagte Papa dann auch, ja, dann kannst du ja volontieren bei der Zeitung. So war das damals im Journalismus, dass man bei einer größeren oder bei einer Zeitung volontierte und das lernte, das Handwerk sozusagen. Und das habe ich dann bei der Kölnischen Rundschau gemacht. Und mein Vater konnte mir das dann vermitteln, weil er immer noch dann auch als Journalist, also als Verleger dann gearbeitet hat. Er war ja auch Journalist gewesen. Ja. So kam ich in Journalismus. Und Ihr Mann, Hermann Otto. Hermann Otto Bolasch, Ja. war ja auch Journalist. Ja.
und hat auch verschiedene Politiker in einer Buchreihe vorgestellt. Ja. Zum Beispiel typisch Scheel, typisch ja. Mischnick, typisch ja. Brandt. Hat es Sie zusammen nach Bonn verschlagen oder haben Sie sich dort erst kennengelernt? Wir haben uns dort kennengelernt. Also ich übernahm dann, mein Vater hatte damals eine kleine Nachrichtenagentur gegründet, die dann zu einer GmbH wurde und die hatten in Bonn ein Verbindungsbüro und das wurde vakant, der das leitete, der ist in Ruhestand wohl gegangen oder was und ich war also inzwischen Jungredakteurin bei der Kölnischen Rundschau und da sagt er, übernimm du doch das Büro, das auch wieder, er hat mir alles zugetraut und ich habe alles, was man mir zutraute, gemacht und das war mein Erfolg. Ich habe nie gesagt, ich bin eine Frau, ich kann das nicht. Ne? Ja, sehr gut. Ja, so war das. Und also ich habe das dann mit einer Freundin zusammen, die auch bei der Kölnischen Rundschau war, auch eine Journalistin, haben wir beide zusammen dann das Bonner Büro übernommen und so kam ich dann, wurde ich politische Journalistin und dann mobbten die meinen Vater in dieser GmbH und er ging da raus und ich war erstmal arbeitslos und dann kam dann das Angebot von dem Werner Friedmann, der, das muss man dann auch noch sagen, der nach Bonn gekommen war, um für die Münchner Abendzeitung einen Berichterstatterin zu suchen, weil er sagte, Frauen sind billiger. Ach so, ja. Ne? Ja. Das war auch, ist ja, auch ist noch heute so. Ne? Genau. Und deswegen, weil er ein sparsamer und Verleger war, hat er gesagt, ach, ich gucke mal, ob ich eine Frau finde. Und dann haben sich zwei bei ihm angemeldet. Es gab nur eine bekannte Journalistin zu meiner Zeit, die Hilde Powin damals für die NRZ. Sonst gab es überhaupt keine Frauen im politischen Journalismus in Bonn. Ne? Und da war noch eine andere. Die beiden hatten sich dann bei ihm gemeldet. Was sprach sich dann rum? Und dann hat er uns erstmal parallel arbeiten lassen für eine Pauschale. Und dann habe ich eben das Rennen gemacht und wurde dann eben Korrespondentin fest angestellt für die Münchner Abendzeitung. Und so war das. Können Sie sich noch erinnern, wer Ihr erster Interviewpartner war? Ach so, Sie fragten aber noch meinen Mann, wie ich den kennengelernt habe. Ja, ja. Den habe ich dann dabei in Bonn kennengelernt. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, Ihr erster Interviewpartner, wissen Sie das noch? Uff. Nee. Nee, das, also ich habe eigentlich, also was ich gemacht habe, ich habe von meinem Mann auch einiges gelernt. Der war schon ein etablierter Journalist da in Bonn. Der stammt aus Rumänien. Er war Siebenbürger Sachse und war über München dann irgendwann mal in Bonn gelandet und hatte eine sehr witzige Art, konnte auch vieles sehr pointiert erklären. Und wir haben da auch mal sehr viel zugehört, was er erzählt hat. Und da habe ich auch den Hinweis gekriegt über dieses Feature-Schreiben, dass man bunte, farbige Berichte über das, was man eh erlebt, schreibt. Und das hat eben auch der Abendzeitung einen großen Erfolg gehabt. Ich habe immer fast sehr oft eine Seite 3, wenn was Wichtiges, in ganze Seite vorher geschrieben, wenn was Wichtiges in der Politik passiert. Und da habe ich angefangen, die einzelnen Politiker vorzustellen, weil ich sage, das interessiert doch die Leute, was ist, wie sieht der Minister sowieso aus, der jetzt gerade in der Presse durch den Kakao gezogen wird und was ist das für ein Mensch und so. Und ich habe dann die alle einzeln aber zu ihrem, also wie sie sind, wie sie fühlen, was sie gerne machen und so weiter. Also persönliche Interviews gemacht. Und das war dann auch ein besonderes Markenzeichen geworden. Und so habe ich sie eigentlich alle Politiker, die damals eine Rolle spielten, habe ich dann interviewt. Und waren Sie da aufgeregt? Die ersten Male vielleicht? Also das ist kann ja doch sein, ja. Kann was sein, aber ich glaube, ich hatte dadurch, dass die Fähigkeit hatte, oder die Fähigkeit hatte dadurch, dass ich eigentlich nicht so ein Mensch war, der wusste, ich will diesen Beruf und das will ich machen. Ich bin da so reingekommen und habe gedacht, ja gut, das sind auch Menschen, ich spreche mit ihnen und ich war sicherlich, und das war aber auch nicht unattraktiv und die haben gerne sich mit mir unterhalten. Die Kollegen waren oft auch fast wie eifersüchtig, weil ich eben schnell meine Interviews auch kriegte und weil ich auch ernst genommen wurde. Ich meine, es genügt ja nicht, da irgendwie nett auszusehen, dumme Fragen zu stellen, sondern ich wurde politisch dann noch ernst. Ich habe mich natürlich gut vorbereitet und so, das habe ich schon gemacht. Gibt es denn so eine Art Basics zum Führen von Interviews? Also, dass es so bestimmte Regeln gibt, an die man sich möglichst halten sollte? Also erstmal, so war es jedenfalls bei uns damals. Basic war, dass wenn du ein Wortinterview machtest, also Frage-Antwort,
dann musste das demjenigen nochmal vorgelegt werden. Ah. Wenn du aber ein Feature daraus gemacht hast, also einen farbigen Bericht, ja, dann brachtest du Zitate, aber da musstest du es nicht vorlegen. Das war zum Beispiel ganz wichtig. Ne? Mhm. Ich meine, es gibt sicherlich auch Zeitungen, ich will da jetzt nicht unbedingt, also ich meine, der Spiegel hat immer so die negativen Geschichten gerne geschrieben. Ich habe aber von Anfang an immer, weil alles hat positive und negative Seiten und man kann nicht immer nur das Negative, man muss auch sehen, was zeichnet diesen Menschen oder diese Sache sonst noch aus. Und das habe ich von Anfang an gemacht und das war auch, glaube ich, die Qualität. Also das hat auch gut. Nachher, so bin ich auch dann, hat Herr Henry Nann meine Berichte gelesen und so, weil ich nicht so eine einseitige Berichterstattung machte, sondern eben den Menschen eben als Ganzes gesehen habe. Ja, das ist gut. Und und dann wurden meine Features auch dadurch anerkannt. Die haben ja, Gottes Willen, was hat die da schon wieder geschrieben? Ne? Ja, oft ist es ja so, dass nur die negativen Sachen dargestellt werden, die nicht falsch sind. Es ist so, sind so Halbwahrheiten. Richtig. Aber ich finde die fast noch gefährlicher als Lügen. Ist auch was dran, was Sie sagen. Mhm. Das fand ich auch immer wieder. Mhm. Und ja, auch durch die Art, wie mein Mann die Dinge sah, bin ich da auch drauf gekommen. Er hatte nur nicht so ein Organ wie ich. Der hat nicht solche längeren Texte geschrieben. Und das war vielleicht dann auch wirklich auch mein Interesse, der Mensch. Ne? Ja. Das war immer schon, hatte ich Interesse an Menschen. Und, Ja, und wenn man Politiker journalistisch begleitet, so wie Sie das gemacht haben, muss man ja sehr gut informiert sein, wie Sie ja eben auch schon sagten. Sie haben sich gut vorbereitet. Und wie haben Sie das bewältigt? Also da muss man ja auch nicht nur über die Person sich informieren, sondern auch über die Hintergründe, über die politischen Gegebenheiten, Weltpolitik. Sie mussten sie doch immer, wie man so sagt, up to date sein. Naja, ich meine, ich halte die freie Presse in einer Demokratie eine ganz wichtige Voraussetzung. Man kann natürlich dann sagen, oh, was schreiben die wieder für einen Blödsinn und der und die. Aber man hat die Möglichkeit, sich zu informieren. Man liest eben dann verschiedene. Man weiß, was man von der einen und von der anderen zu erwarten hat. Ja. Wo die gut sind oder wo nicht. Und wenn man ein gutes Urteilsvermögen hat, kann man das ja auch feststellen, was man dem man traut. Und es gibt natürlich auch diese Unterscheidung, ist es eine reine Nachricht, dann wird es auf Fakten beruhen, oder ist es eben, wie gesagt, ein Feature oder sogar ein Kommentar. Ein Kommentar, da darf der Journalist seine Meinung sagen. Ja. Aber dann weiß ich, das ist seine Meinung und die muss nicht meine sein. Richtig. Die muss ich mir selber bilden und da muss ich die Fakten mir angucken und komme ich dann zu demselben Schluss. Ja. Ja, und so muss man sich dann auch vorbereiten. Man muss viel natürlich lesen, man muss wissen, was die Konkurrenz schreibt, auf jeden Fall. Aber man sollte nicht das abschreiben, was die anderen machen, was ja auch manchmal passiert. Oder abschreiben, die Informationen einfach übernehmen, unfiltriert und unangeguckt. Jetzt hat man ja die künstliche Intelligenz, ne? Da kann man sich auch seine Texte selber zusammenstellen lassen. Da hatten wir fand ich eine gute Idee. Zur Info, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe vor der Lesung von Heli Ihlefeld ChatGPT befragt nach ihr und die künstliche Intelligenz konnte damit zunächst nichts anfangen mit diesem Namen. Hat aber dann ganz schnell ganz viel dazugelernt und da kamen auch sehr lustige Ergebnisse dabei raus. Also vor allen Dingen die Antworten, die man da bekommt, müssen Sie mal ausprobieren. Aber das nur nebenbei. Frau Ihlefeld, Sie haben die Politiker und Politikerinnen auch auf Auslandsreisen begleitet und sogar im Urlaub besucht. Ja. Ist denn das heute auch noch so üblich oder war das jetzt für Sie einfach nur so ein Privileg? Erstmal haben es andere eigentlich weniger gemacht, aber es konnte man natürlich und die freuten sich natürlich, wenn auch mal ein Feature gemacht wurde, dann sehr oft jedenfalls mit den Politikern, mit denen man sich dann auch noch ganz gut verstanden. Und muss man natürlich bedenken, Bonn war eine kleine Stadt, man traf sich auch eben an bestimmten Orten immer wieder und wenn man das Vertrauen der Politiker hatte, dass man nicht irgendwelchen Quatsch schrieb oder so, und das musste man natürlich auch haben in Bonn. Es kamen manchmal welche von außerhalb, die dann irgendwelche verheerenden Dinge behaupteten. Dann hatten die natürlich keine großen Chancen, solche Berichte schreiben zu können, weil man diese Gespräche nicht kriegte. Ja. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich die im Urlaub besuche, dann haben die mehr Zeit, dann kann man mehr von ihnen, ihren Persönlichkeiten erfahren. Ja. Und so war das auch.
oder wie die lebten oder wie sie sich einrichten, wenn sie irgendwo einen Platz, besonderen Platz hatten. Und es war eigentlich immer sehr, sehr interessant, ja. Ja, das war so meine Idee gewesen, ja. Finde ich gut. Aber üblich kann man nicht sagen, es war weder damals noch ist es heute, glaube ich, Okay. üblich. Und heute sind die Politiker natürlich auch in dieser ganzen, in diesem ganzen Durcheinander viel vorsichtiger, nicht? Eben, Was denn da eben. nachher bei rauskommt, Genau. ne? Da wird irgendein Zitat aus dem Zusammenhang gerissen und da wird dann irgendeine Story draus gemacht. Und das ist dann schon schade, dann lässt man sich ja nicht gern gefallen. Ne? Sicher wird es auch gemacht, aber gut. Zu Willy Brandt hatten Sie eine besonders intensive Verbindung. Sie hat eine sehr gute Freundschaft verbunden und Ihre Erinnerungen und Anekdotisches haben Sie in dem Buch Willy Brandt, auch darüber wird Gras wachsen, festgehalten. Und da gibt es ja, Sie haben ja da viel miterlebt, was mit ihm so, also über seine politische Tätigkeit und Intrigen auch, die da so gelaufen sind. Und dann gab es viele Gerüchte, dass er viele Frauengeschichten zu laufen hatte, dass ihm Frauen zugeführt wurden, ne, wie Sie vorhin gesagt haben, oder dass er Alkoholiker war. Also kann ich mich erinnern, das habe ich auch, das war auch in der DDR, Tatsächlich. dieses Gerücht gab es da auch, ja, Willy Brandt ist Alkoholiker, genau. Aber das hatte ja auch alles Gründe, denke ich mal, um vielleicht auch seine politische Karriere zu Natürlich, behindern. natürlich. Und eine große Rolle dabei hat auch Herbert Wehner gespielt. Könnten Sie dazu ein paar Worte Aber ich sagen? würde gerne auch was zu diesen ganzen Gerüchten sagen. Es war also, das fing das hier schon mal an, als Willy Brandt, also eben die Bonner Politik dann stärker kam. Es wurde Wahlkampf immer unter der Gürtellinie oft gemacht, vor allen Dingen auch von der CDU. Man kann es ja jetzt auch manchmal noch erleben. Aber, und Adenauer hatte da keine Hemmung. Ich schätzte Adenauer schon als Kanzler, aber wenn Wahlkampf war, war Wahlkampf. Ich habe mich auch mal mit einer CDU-Frau da unterhalten, die eigentlich, was Gleichstellung anging, meiner Meinung war, aber wo ich sagte, im Wahlkampf macht er diese CDU-Politik und da sagt er das gar nicht. Also Wahlkampf ist Wahlkampf, ne? Und sowas war. Und der hat ja dann damals auch dann an die große Glocke gehängt, dass er oder gesagt hat, er ist ein uneheliches Kind, Willy Brandt, und das ist eigentlich Stimmt. Herbert Frahm und sowas, ne? So fing das Ganze damals an. Also das war durchaus üblich. Und so wurde eben auch jemand dann, wenn man den loswerden wollte, und man war in der CDU ja überhaupt nicht mit der Politik von Willy Brandt, die ja eine offene und Politik war und ganz anders. Dieser wollte wirklich den nächsten Krieg auch verhindern und das ging nur, dass man Gespräche führte, auch mit dem Osten. Und das wurde von der CDU überhaupt ganz wirklich nicht unterstützt. Im Gegenteil, also der musste weg und so weiter. Und da gab es eben, und dann wurde eben so intrigiert auch. In der Politik wird auch intrigiert. Deswegen wäre ich, glaube ich, nie in die Politik gegangen. Weil Sie sagten, uneheliches Kind, ne, dass ihm das Ja. vorgeworfen wurde, das war ja, also als ich das gehört habe, dachte ich, habe ich nochmal, wann war das in den 60er Jahren? Das kann ja wohl nicht wahr sein, Ja, war dass so. das da noch eine Rolle gespielt hat. Und selbst Hat es. Kennedy, habe ich gelesen, hat ihn als Bastard bezeichnet. Nö. Ja, Wann denn? stand, weiß ich nicht mehr, Aber das habe ich 1961, nicht. ich glaube zum Mauerbau. Als Denn, Bastard? ja, denn Aha. Willy Brandt war ja gegen den Mauerbau, Aber er oder? konnte mit Kennedy gut. Ja. Habe ich irgendwo gefunden. Und Kennedy hat dann aber zu ihm gesagt, er soll sich mit den Gegebenheiten jetzt abfinden, also als die Mauer gebaut wurde. Ja, das. Und dann ist Willy Brandt dann auch so ein Schritt zurück. Aber dieses Wort Bastard muss wohl gefallen sein Ja, als. aber also Kennedy war damals sehr angesehen. Mit Kennedy habe ich ja auch gesprochen. Und das Brand hat dann natürlich, was ja auch vernünftig war, dann versucht, mit beide Seiten ernst zu nehmen. Das war ja eigentlich die einzige Politik, Ja, die genau. man machen konnte, ne? Genau. Und mit beiden zu verhandeln. Nochmal auf Herbert Wehner zu sprechen. Ja. Können Sie da noch mal ein paar Worte sagen? Ja, also Herbert Wehner, ich muss ja sagen, ich habe. Da muss ich nochmal. Also ich würde sehr gerne, wenn jemanden das interessiert, mein Buch, was Sie vorhin nicht erwähnt haben, das heißt Auf Augenhöhe. Das ist meine Stimmt. Biografie. Ja. Und da kommen auch diese ganzen Geschichten zum Teil drin vor und auch mein Interesse für die Gleichstellung, wie das entstanden ist.
Ich glaube, und ich habe eben da auch etwas geschrieben, was man machen muss, um in großen Unternehmen beispielsweise mehr für Gleichstellung zu sorgen, was es für Möglichkeiten gibt. Also das, und dieses Buch gibt es auch noch, das kann man auch bestellen. Also das ist wirklich auch so eine Art Grundlage, der Teil jedenfalls, das letzte Drittel. Und bei Herbert Wehner, ich hatte dann alle Politiker interviewt und eben diese persönlichen Interviews gemacht, bis auf Herbert Wehner und Konrad Adenauer. Über Konrad Adenauer hatte ich aber schon mal eine Serie geschrieben und auch viel geschrieben, aber ein persönliches Gespräch hatte ich noch nicht gehabt. Und Herbert Wehner auch nicht. Das wurde dann immer andermal und so. Ich kriegte keinen Termin. Und bei Wehner habe ich gedacht, das will ich auch gar nicht mehr. Also ich habe den auch, man hat auch so seinen Instinkt, wenn er eben nicht will, dann soll er es lassen, dann habe ich es aufgegeben. Und bei Adenauer habe ich gedacht, nee, also das, den habe ich nur mit denen so viel und macht mir auch Eindruck und ich muss den unbedingt in meine Sammlung haben. Und dann habe ich mich hinter Rainer Barzel geklemmt, den ich ganz gut kannte, und gesagt, ob er mir helfen könnte. Und tatsächlich hat er geschafft, dass ich einen Termin bei Adenauer kriegte. Mhm. Da war aber schon nicht mehr Kanzler, sondern schrieb an seinen Memoiren im Bundesratsflügel. Ja, und dann kriegte ich den Termin und dann wurde der ganz kurzfristig abgesagt. Nach seinem Urlaub in Cadenabbia. Adenauer fuhr immer Ostern, im Frühling wurde nach Cadenabbia. Dann wurde Termin nachgeholt. Und da habe ich gesagt, nee, also nochmal verschieben. Und Adenauer war ja nun schon sehr hoch im Alter. Nee, ich habe dem Barzel das nochmal erzählt. Und dann habe ich tatsächlich eine halbe Stunde da in seinem Büro gekriegt und habe ihn dann interviewt. Und dann wollte er aber das gerne lesen. Und habe ich gesagt, ja gerne, das wird zwar ein Feature, aber habe ich nichts weiter zu gesagt, ja. Und da hatte ich schon meine kleine Tochter und selbst war hoch in anderen Umständen. Da weiß ich noch, da bin ich diese 53 Stufen da zu seinem Haus dann nach Rhöndorf gegangen, um ihm in seinem kleinen Glaspavillon, wo er seine Memoiren schrieb, ihm meinen Text da nochmal zu zeigen. Und und dann ist er, das war Karfreitag, glaube ich, und Ostermontag hat er sich hingelegt. Da hat es sehr stark mit den oberen Luftwegen. Und ist dann nicht mehr aufgestanden. Also habe ich das letzte Interview mit Adenauer gemacht. Und ich habe auch ein bisschen was gespürt davon. Also war schon sehr interessant. Ja. Aber das habe ich dann auch geschafft. Ja. So viel zu meinem Interview, okay. Also zu Adenauer und Wehner eben. Und Wehner habe ich auch nachher, der hat ja dann keine gute Rolle gespielt bei der ganzen Guillaume-Affäre, der Brand, wo man eben auch versucht hat, den Brand loszuwerden. Ja. Genau. Ja, also man hatte das Gefühl, dass er da einen wesentlichen Anteil daran hatte, ne, dass Willy Brandt dann zurückgetreten ist. Ja. Die Augen und Ohren der DDR-Bürger waren natürlich auch immer Richtung Westen gerichtet, ne, ist klar. Also wer konnte, hat sich schon informiert. Und Willy Brandt war bei allen, oder bei fast allen, würde ich mal sagen, sehr beliebt. Mhm. Vor allen Dingen auch wegen seiner Geradlinigkeit. Man hat ihm geglaubt, was er sagt. Mit Recht. Ne? Genau. Ja. Und er hat ja auch vieles vorangetrieben und für die friedliche Koexistenz, wie man so gesagt hat, gesorgt. Die Unterzeichnung des Warschauer Vertrages gehört dazu, die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die auch bis heute noch besteht und hoffentlich auch weiterhin besteht, finde ich auch sehr... Ja, das zum Beispiel hat man ihm übel genommen. Ja, ne? Ich weiß, aber das... Ja, nee, das ist richtig, ja, auf jeden absolut. Fall. Oder absolut. Der berühmte Kniefall... Ja, und, Kniefall. Und ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, seinen Besuch 1970 in der DDR, das Treffen mit Willi Stoph in Erfurt. Ja. Da war ich 11. Ja. Aber ich weiß, dass da alle wollten nach Erfurt und wollten Willi Brandt sehen. Ich habe das auch Bildschirm verfolgt. Ja. Und haben ihm zugejubelt wie so ein Rockstar. Ne? Also das war schon beeindruckend. Ja, war es auch. Und er hat halt wirklich sich ehrlich bemüht um die diplomatische Annäherung beider Staaten. Und diplomatisch, ne? Darauf kommt es halt auch an. Mhm. Und sein Motto war Wandel durch Annäherung. Und er hat auch, Sie haben ja hier so ein schönes Buch auch verfasst, ein Büchlein, Brandt to Go. Ein schönes Geschenk, kann das ich nur empfehlen. Wunderbar, ich habe es von vorne bis hinten durchgeackert. Da sind nämlich Zitate drin von Willy Brandt zu allen möglichen Situationen oder Themen. Und da sagt er zum Beispiel,
mein eigentlicher Erfolg war, mit dazu beigetragen zu haben, dass in der Welt, in der wir leben, der Name unseres Landes und der Begriff des Friedens wieder in einem Atemzug genannt werden können. Ja. Und das ist so wahr. Das ist so wahr. Mhm. Und er hatte ja auch Visionen. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, was er so für Ziele hatte? Ich habe viel mit solchen Ziele. Ja. Also dazu war die Freundschaft schon auch gut, weil ich habe zum Beispiel, bin ich eigentlich fast sicher, dass dieses Thema Gleichstellung bei uns, was ein schwieriges Thema war, ne, weil man immer noch der Meinung war, dass die Frau eben zu den Kindern gehört und so weiter. Und es gab ja auch keine Möglichkeiten, die unterzubringen, so wie es in der DDR war. Frauen müssen mehr an wichtige Posten und so weiter kommen. Und da habe ich ihm das nahegebracht, weil er hatte dafür, damit hatte er sich nicht beschäftigt, was er auch ehrlich gesagt hat. Mhm. Aber er hat das voll verstanden, hat das voll akzeptiert. Ja. Insofern habe ich das Gefühl, ich habe auch ein bisschen SPD-Politik beeinflusst. Na klar, das denke ich auch. Weil er das dann sehr unterstützt hat. Ne? Mhm. Ja. Er hat zum Beispiel auch gesagt, Sie haben ja auch hier ein Kapitel Frauen und andere Bürger in den Büchern. Ja. Die Frauen sind bei uns politisch noch zu reserviert. Nicht nur, weil sie von den Männern geduckt werden, sondern aus Angst, sie könnten etwas Dummes sagen. Mhm. Als ob die Männer nicht schon alles Dumme auf dieser Welt gesagt hätten. Das finde ich auch so schön. Ja, das ist so schön. Und das ist so sein besonderer Humor gewesen. Und sein besonderer Humor, der auch vor sich selbst, der sich selbst auch auf den Arm nehmen konnte. Das habe ich sehr, sehr geschätzt an ihm. Ja. Hatte auch so einen Onkel in diesem einen Buch, der diesen Russlandfeldzug gemacht hat, in diesem Drei-Generationen-Buch, was Sie auch vorhin erwähnt haben. Dieser Onkel hatte auch diesen Humor, der konnte auch so zwischen den Zeilen sich und alles auf den Arm nehmen. Und das war bei Brandt auch so ganz toll. Ja. Dass man auch über sich selbst lachen kann. Über sich selbst lachen, das finde ich so eine große Gabe. Auf jeden Fall. Und das mit den Anekdoten, die Sie erwähnt haben, also dieses Buch, auch darüber wird Gras wachsen, habe ich ihm das erzählt. Und da fand er das ganz toll. Das freute ihn, dass über ihn ein Anekdotenbuch geschrieben wurde. Das hat einen Verlag an mich herangetreten, können sie nicht. Und hat mir noch 40 Anekdoten selber gegeben, die er selber notiert hat, auch von so Geschichten über sich oder mit Adenauer. Wunderbare Geschichte auch, als er noch regierender Bürgermeister war und wie er dann in Adenauer mit dem Auto saß. Das kommt da alles, also herrliche Sachen. Ne? Und wie er den Adenauer, und außerdem das Gerücht, dass die sich beide nicht leiden konnten, weil Adenauer ihn ja nun wirklich attackiert hatte, ist nicht richtig. Das ist behauptet worden, aber die haben sich schon dann nachher geschätzt gegenseitig und auch ernst genommen. Ne? Und Adenauer hat ihn auch mal dann fürs Berlin an, hat auch um Rat gefragt und so. Das geht auch aus dem Buch hervor. Da gibt es auch so ein paar Geschichten. Ne? Ja. Willy Brandt war ja der SPD sehr verbunden. Er ist mit 17 Jahren schon in die Partei eingetreten. Und als ich jetzt mich mit ihm beschäftigt habe, habe ich mich dann so gefragt, was würde er wohl jetzt zum jetzigen Zustand der SPD sagen, wenn er jetzt nochmal einen Blick auf die heutige Politik werfen könnte. Schwer zu sagen. Also dazu bin ich nicht, vielleicht auch nicht, ich bin zwar SPD-Mitglied, aber ich bin zu wenig in den Internas heute drin. Ich bin ja nur noch im Alter, wo ich nicht mehr muss. Ne? Ja. Und ich höre zwar so einiges und man erzählt es mir, es ist sicher sehr vieles eben nur Eigeninteresse auch, wo man sagt, es geht doch um Visionen, so wie er, es geht darum, Politik zu machen, die richtige ist für Menschen und für so. Menschen. Was ja ihm auch wichtig war, die richtige Politik für Menschen zu machen. Da war er schon überhaupt eine Ausnahmeerscheinung. Ich meine, auch schon sein Nachfolger Helmut Schmidt hatte diese Art, nicht diese Visionen zu haben, hat sich da auch rüber lustig gemacht. Er war sicher ein handfester, aber ein guter Politiker, aber diese Vorstellung, wo will ich damit hin mit dem, was ich mache, wie soll die Welt mal aussehen, das war schon ganz besonders an ihm. Ne? So, jetzt verlassen wir mal Bonn. Nee, noch nicht. Denn Sie wurden ja dann persönliche Mitarbeiterin von Annemarie Renger. Warum haben Sie dann so die Fronten gewechselt, kann man so nicht sagen. Aber ich habe das immer so genannt, aber, gut, okay. Aber ist natürlich nur so ein Slang. Worin bestanden Ihre Aufgaben? Was
Nein, ich hab das ja gemacht, weil wir, also ich war eine erfolgreiche Journalistin und habe dann auch frei sehr viel geschrieben, auch sehr gut verdient, für viele Organe geschrieben und Stern, aber dann eben auch für, beim Stern dann auch, das auch entweder gelockert und dann konnte ich habe ich auch für viele anderen geschrieben und auch Kolumnen und so weiter. Und dann kam die Annemarie Renger, wurde Bundestagspräsidentin, war die erste Frau, die einen so hohen, das ist vom Rang her zweite Person im Staate, also eigentlich ist Bundespräsident, Bundestagspräsident und dann Kanzler, aber von der Macht natürlich der Kanzler, aber so protokollarisch gesehen. Ne? Und war das eben was ganz Besonderes und ich war natürlich total glücklich darüber, dass endlich mal eine Frau so etwas erreichte. Und dann kriegte die so eine schlechte Presse. Dann haben die Medien da immer über ihre Kleider und die auch kritisiert und als blöden Blatt. Mhm. Es war jedenfalls keine gute Presse. Und dann treffe ich die im Bundeshaus und sprich mit ihr so ein paar Worte und sage, ich finde das ganz schrecklich. Und danach hat sie mir angeboten, ob ich nicht ihre Pressereferentin werden wollte. Und da konnte ich nicht anders. Dann habe ich das gemacht, obwohl ich auch sehr viel weniger verdient habe dann. Weil ich dann angestellt wurde und so. Und es war also dann alles ein bisschen anders. Ich habe dann aber sehr viel auch dadurch gelernt. Ja, und das waren dann noch 2 Jahre, dann war ihre Amtszeit vorbei, dann wurde jemand anders Bundestagspräsident. Aber in den 2 Jahren hatte sie eine gute Presse. Und daraufhin kriegte ich dann eben das Angebot von Kurt Gescheidle, auch SPD-Minister, der war Post- und Verkehrsminister, das Angebot für die Deutsche Bundespost, also die gesamte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und das war wirklich dann ganz was anderes. Vorher war ich wäre Einzelkämpferin, entweder habe ich meine Berichte geschrieben oder ich habe Annemarie Renger in der Presse und so weiter beraten. Aber jetzt kriegte ich einen ganzen Laden sozusagen, ein ganzes Büro, viele Mitarbeiter und musste das eben auch. Das war schon interessant, ja. Ja, so kam ich dann zur Post und dann wurde später die Post geteilt, weil unter Kohl wurde dann das privatisiert, was in meinen Augen ein großer Fehler war. Das denke ich auch. Denken sicher viele. Ja. Und wurde eben dann Post, Fernmeldewesen und Postbank geteilt. Und und da konnten wir leitenden Mitarbeiter dann oder Mitarbeiterinnen dann sagen, so, wo wir hin wollten. Und dann habe ich gesagt, für Telekom, weil ich das meiste Geld vermutete und ich wollte da Gleichstellung im Konzern machen. Und das habe ich dann übernommen. Und das war natürlich, alle haben gedacht, die spinnt, aber ich habe es eben gemacht. Und da könnte man eigentlich ein ganzes Buch drüber schreiben. Das war sehr interessant und da habe ich sicher auch einige Grundlagen für dieses Thema gelegt. Ich habe auch sehr viel in der Öffentlichkeit dann auch gemacht und so, damit für dieses Thema dadurch konnte ich das auch, kriegte auch die notwendigen Gelder. Ich meine, das war nicht dumm, dass ich gesagt habe, ich gehe zur Telekom, weil die hatten noch Geld, da kriegte man auch für so bestimmte Sachen, man dann auch Geld. Und ich hatte eben Namen durch meine erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und da hat man mir das auch nicht einfach verwehrt. Dann konnte ich das eben machen. Ne? Das war, insofern konnte ich auch einige wirklich gute Sachen machen. Hm. Also, aber es war eine Erfahrung, die war schon ganz schön heftig. Also ich glaube auch, dass es einige Grundlagen gelegt hat und ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt einiges auch bei den jüngeren Frauen auch ein viel größeres Selbstbewusstsein und Selbstverständlichkeit ist. Auch natürlich durch die Wiedervereinigung, weil da die Frauen auch anders sind. Aber das ist schon wichtig gewesen, dass man mal überhaupt solche Themen überhaupt mal in die Öffentlichkeit gebracht hat. Ne? Sie haben den Weg geebnet, sozusagen. Den Weg geebnet, genau. Und Sie haben auch die Erfahrung gemacht, wie Sie ja schon sagten, dass die Frauen im Osten Deutschlands schon auch mehr, also selbstbewusster auch waren. Ne? Ja, bei uns war es zum Beispiel bei den Bundesunternehmen, den Vorschrift oder auch bei den kommunalen Unternehmen, dass die eine Gleichstellungsbeauftragte hatten, damit überhaupt mal eine Möglichkeit haben, sich zu beschweren, wenn sie das gleiche Geld oder die gleichen Möglichkeiten. Ja. Das war aber mehr so eine Ombudsinstitution. Aber ich war ja, wie gesagt, auf eigenen Wunsch gleich im Konzern mit der Aufgabe zu sehen, dass im Konzern Telekom da Wege geebnet wurden. Und da konnte man dann eben auch sehen, dass es da so viel zu tun gibt. Das war unverständlich. Und ja, und dann kam ja die Wiedervereinigung und dann kam der Osten dazu. Und ich hatte bei den einzelnen Direktionen war immer eine Frau, die irgend
einen Job, einen größeren Job machte, meistens waren es eben Referentinnen schon, die schon studiert, die hatten dann die Nebenaufgabe auch für Gleichstellung in dem Bereich zu sorgen. Mhm. Und die habe ich dann alle immer zusammengerufen, mit denen alles besprochen, was man machen kann. Mhm. Habe da so schon auch eine konzentrierte Politik gemacht. Und da habe ich eben solch das eben erlebt, was Sie gerade sagen. Da saß denn eine, und da ging es darum, dass man die weiblichen Benennungen, dass man auch von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen spricht, ja, und nicht einfach nur Mitarbeiter und sowas sagt. Und dann setzte die sich hin, so ein Stuhl, ich sehe das noch genau, sagt, ja, ich bin Ingenieur, ich will gar nicht Ingenieur. Die fanden das schön, das sind so männliche Begriffe. Ja, ja. Das ist auch interessant. Ja, ja, ne? Ja. War ganz stolz, ich bin Ingenieur. Naja, aber die haben es nachher, meine Politik, also die Gruppe, die dann zu mir gehört, die habe ich dann auch sehr überzeugen können. Die haben auch gesehen, Frauen zu wenig in wirklich Entscheidungspositionen sind, zu wenig bewegen können, mhm, und dass so vieles noch im Argen liegt. Ja, und die haben sehr mitgearbeitet, mhm, dann. Das hat, mhm, sich dann, wir hatten ein gutes Team. 30 Frauen hatte ich dann damals und wir waren ein wirklich gutes Team. Schön. Und nun hat sich auch viel getan. Ne? Also wir sind ja heute wirklich ein großes Stück weiter, ja, ja, in puncto Gleichberechtigung. Ja, ja. Hatten Sie denn auch immer Rückendeckung von der Geschäftsführung bei Ihrer Arbeit? Das will ich nicht verstehen. Rückendeckung von der Geschäftsführung? Nein, nee. Wie soll man das jetzt erklären? Also, es kommt drauf an. Ich suchte mir natürlich meine... Also dadurch, dass ich im Konzern war, konnte ich mit allen Vorständen arbeiten. Ne? Ich hatte nicht nur hier so eine Stelle und war und die kamen dann irgendwie zu mir, wenn sie was wollten, mhm, sondern ich konnte also zum Vorstand X, zum Vorstand, ob es ein Finanzen war oder Privatkunden oder was weiß ich. Und immer, wenn ich so ein Gefühl hatte, da muss man irgendwas machen, bin ich zu den entsprechenden Vorständen. Und es war in diesem, das war wieder wahrscheinlich von mir ganz clever, es gab in diesem Gesetz für die Gleichstellungsbeauftragten, was ich ja in dem Sinne gar nicht so war, weil ich eine richtige Konzernaufgabe, ja, hatte, gab es den Vorstand, dass sie unmittelbares Vortragsrecht hatten. Mhm. Dieses unmittelbare Vortragsrecht, ich hing ja eigentlich dem Personalvorstand an, oben in der Spitze, aber damit konnte ich ja eigentlich nicht zu den anderen Vorständen. Mhm. Aber da ich mir dieses unmittelbare Vortragsrecht einfach so nahm, außer das stand mir ja auch zu, habe ich denn beim Finanzvorstand, wenn ich da was hatte, wenn der in seinem Bereich, habe ich brauche ein Gespräch bei ihm. Und ja, das habe ich dann noch immer. Und ich habe dann auch dadurch, dass ich direkt dann zu den Vorständen ging, ein bisschen mehr durchsetzen können. Und, mhm, wenn ich das immer nur von unten gemacht hätte, hätte ich es vergessen können. Mhm. So war das bei uns. Mhm. Das kann man, also da kann man wirklich noch mehrere Bücher drüber schreiben. Das war schon gar nicht so einfach, mhm, da eben. Und man musste auch schon dann massiv werden manchmal. Und das konnte ich ja, weil ich eben vorher eine erfolgreiche Arbeit mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht hatte. Da kann man auch noch einiges drüber sagen, wie das war. Das war auch interessant, wie das dazu gekommen ist, dass ich dann auch einen guten Namen in der Telekom hatte, in der Telekom und in der gesamten Post. Ja, und dann hat man mich eben dann auch ernst genommen. Mhm. Hm. Da wurde ja ständig umorganisiert, denn das war ja eine schwierige, wirklich schwierige Zeit, auch diese Telekom, weil... Und dann wurden Beraterfirmen angeheuert, die dann das machen und da was vorschlagen sollen. Und wenn man dann irgendwas einzubringen hatte, wurde man ja oft auch gar nicht erst mal eingeladen. Da musste immer die Ohren offen haben und sagen, mhm, da will ich aber hin, da will ich was zu sagen. Ja. Und dann war auch mal so eine größere Runde und das war also ein schwieriges Gespräch, weil da einer wusste, in der Runde ist einer, der will ganz was anderes und das, was ich da will, das will der überhaupt nicht und der wird mich gleich mundtot machen und das können Männer ja, wenn das so eine, ja, Männerrunde, ja, ist, schnell machen mit einer einzelnen Frau. Ja. Und da hatte mir der Ernst dann gesagt, du musst das so machen. Wenn die anfängt, musst du dich sofort zu Wort nehmen und sagen, zack, 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 das willst du. Und genau, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich mehr so ein bisschen diplomatisch veranlagt bin und erstmal hören, erstmal, ja, beobachten, ja, und dann, ne? Ja. Aber das war ein super, den habe ich, das habe ich mir dann auch sehr, ja, gemerkt, ja, ne? Ja. Weil wenn die dann erstmal alle reden, dann hört dann keiner mehr zu und das, ja, habe ich auch oft erlebt, ne? Wenn ich dann, mhm. Also es gibt immer noch viel zu tun. Absolut. Aber es gibt viel zu tun und viel zu lernen noch, zu, ne? Ja, genau. Mhm. Nun sind Sie ja im wohlverdienten Ruhestand. Mhm. Und verbringen auch mehrere Monate im Jahr auf der Insel Naxos. Mhm. Dort lebt auch Ihre Tochter. Mhm. Was fasziniert Sie denn so an dieser Insel?
Naja, mit meinem Mann, wir waren damals sehr interessiert an Archäologie und an dieser griechischen Zeit und so. Wir haben noch viele Bücher auch da gelesen. Das hat uns einfach beide interessiert. Als ich die beiden Kinder hatte, sind wir erst immer im Urlaub, Frühjahr und Herbst, dass die noch nicht zur Schule gingen, nach Holland gefahren. Und als sie dann in die Schule kamen und mir an die Ferien gebunden waren, wollte ich nicht mehr nach Holland, war mir zu voll dann. Und dann wir müssen nach Griechenland fahren. Es war automatisch, wir würden ja auch sagen, Türkei oder Italien oder Spanien. In Spanien, wir wollten nach Griechenland, das war ja egal. Und dann waren wir auf Mykonos mit einer Gruppe mit Freunden zusammen. Das war eigentlich ein netter Urlaub, aber ich habe gesagt, Griechen, nee, Mykonos ist es nicht mehr. Das war mir schon viel zu sehr touristisch. Und mein Cousin war Geologe und hatte einen Forschungsauftrag auf der Insel Naxos. Und die hatte sich da auch ein bisschen niedergelassen, weil er die Insel schön fand. Und dachte immer, kommt doch nach Naxos. Und dann habe ich gesagt, ja, Griechenland ist gut, also wir versuchen nächstes Mal Naxos. Und dann sind wir, meine Tochter war, wie gesagt, gerade auf die Schule gekommen. Wir sind auf dieser Insel hängen geblieben. Die war so schön und so wenig touristisch und hatte so herrliche Strände, so herrliche, auch archäologische Funde, die überhaupt gar nicht richtig ausgeschöpft waren, die man immer noch fast selber entdecken konnte. So wunderbare Wanderwege. Und da ist eben mein Cousin mit uns über diese Insel gewandert. Und da war das wie so eine zweite Heimat geworden. Wir sind jeden Osterurlaub, jeden Sommerurlaub immer nach Naxos mit den Kindern. Und meine Kinder waren dann auch so gerne da, dass meine Tochter inzwischen ganz da lebt und Keramikerin, wunderschöne Keramik macht. Und mein Sohn fährt auch nur nach Griechenland. Ja, so ist das. Und Sie machen sich ja jetzt auch bald wieder auf die Ich Reise. mache mich bald wieder auf die Erde. Ich habe da jetzt auch ein kleines Haus und so. Schön. Frau Ihdefeld, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Danke. Und ich denke mal, dass da auch viele sich das anhören werden und viel lernen werden. Und es ist einfach ein Zeitdokument. freut mich sehr gern. Mache ich auch gerne wieder und ja, mal sehen, bleiben wir in Kontakt. Ne? Dann viel eine gute Zeit auf Naxos Danke. und vielleicht sehen wir uns mal wieder in der Marktredenbibliothek zu einer Das wäre Lesung. schön, Ja, ja. ne? Ja, gerne. Vielleicht auch mal Die Gedichte oder aus Gedichte, Nacht, ja. genau. Da kann ich auch mal viel zu erzählen. Dann, ne? Ja. Da kommen auch solche Erinnerungen dann Richtig, wahrscheinlich. Ne? Ja. richtig. Mal jenseits der Politik, dass Sie mal Sehr sich auf die gerne. Gedichte konzentrieren. Schön. Ja. Also vielen Dank nochmal. Und dann verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schalten Sie nächste Woche wieder ein und dann tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis nächsten Mittwoch.